Frederik, mein lieber Lakai, so reichte mir doch nun bitte augenblicklich das, Obacht, Neunereisen. Frederik, das ist das Sechsereisen. Sag mal, das kann es doch wohl nicht sein mit deinen Pflegeleien in letzter Zeit. Das nimmt Überhand. Konzentration bitte. Habt ihr was zu rauchen oder Zigarren? Hier, ja, ich doch was. Hier im Humidor, ja klar. Soll ich mir die jetzt hier selber anzünden? Natürlich nicht. Denn zum Glück habe ich hier meinen Frederik dabei. Holte dem Boss mal fein hier so ein kleines Zigarrchen heraus, ja? Feuer! Vielen Dank. Feuer! Die zündet sich nicht von alleine an, Frederik. Da musst du deinem kleinen Burschen hier aber noch einiges beibringen. Feuer! Guter Junge. Sehr wohl. Frederik! Frederik, jawohl, mein König. Frederik, wo treibst du dich denn schon wieder rum? Du siehst doch, dass ich abaschen muss. Zu Ihrem Abruf bereit. Hast du das jetzt nicht gesehen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Pardon, vielleicht bin ich nicht ganz bei der Sache. Du musst dringend zum Optiker. Du brauchst, glaube ich, eine Brille mittlerweile, Frederik. Sehr wohl, mein König. Hier. Frederik, ich glaube, da musst du in 44,2 Sekunden nochmal wiederkommen. Jawohl. Die ist noch nicht so weit. Sehr gern, Sir. Da ist ja eine Gala, wo ich noch unbedingt erscheinen muss. Ich würde sagen, eine Sache habe ich, mich stört die ganze Zeit hier diese Frederik, bitte. Also, dass dir das auch nicht aufgefallen ist. Du bist doch jetzt hier zwei, dreimal hin und her marschiert. Schau dir das mal an hier. Was ist das denn da? Siehst du das Staubkorn? Auf dem Schuh. Frederik, schau mich mal an. Frederik, schau mich mal an. Hier. Sehr wohl, mein Lord. Komm, reicht. Hier warst du das, Königstein? Das war natürlich der gute Frederik, klar. So gehört sich's auch. Auf Anordnung so gemacht. Ich hab dir auch einen Hut mal dahingestellt. Für die Karnevalstimmung. Der hier jetzt, oder was? Ja. Soll ich den anziehen, oder was? Hab ich mir so gedacht. Wo ist der Frederik? Frederik, zieh mal diesen Hut an, bitte. Aber zieh diesen Hut als Schnabel, bitte, an. Sehr wohl. Frederik, du ähnelst einem Pinguin, einem korpulenten Pinguin. Sehr danke. Ich darf dich beglückwünschen, das bedeutet für dich einen Aufstieg in der Nahrungskette. Oh, das ehrt mich natürlich sehr. Jetzt müssen wir nur noch den Gang proben. Kannst du einmal bitte dort hinausschreiten, wie ein Pinguin, watschelnd? Watschelnden Schrittes, Frederik. Freunde, Karneval, hello an dieser Stelle nochmal. Und wir müssen ein bisschen für Feierlaune sorgen. Es ist Karneval, die Leute wollen feiern. Gehst du bitte einmal auf die Knie? Selbstverständlich. Bist du in Feierlaune überhaupt? Aber sehr. Konfetti, Frederik. Oh. Frederik, mach den Mund auf. Frederik, ist das? Ist das? Hello, Freunde. Ja, wie gesagt, nächste Woche geht's. Das schmeckt. Ja, das schmeckt, Frederik. Ne, machst du die bitte alle einzeln weg, damit du auch keinen vergisst, ja? Sehr wohl. Ja. Und guckst du bitte, Frederik, hier, das ist auch noch was, ne? Gibt noch ein bisschen was. Bis Sonntag ist das weg, ne? Sehr gern. So, warum trägst du eigentlich noch die Tüte? Häng die doch an meinen Kleiderständer dran, was ist los? Nee, ist doch, Da ist doch noch ein kleiner Finger frei, komm. So. Hey, muss halt keiner sich kaputt schleppen hier. Nee, ne? Nee, nee, ja? Ich auch. Dankeschön. Kein Ding, kein Ding. Frederik, Feuer. Für einen unverschämten Rotzlöffel, der so lange braucht. Schlimm, ne? Das ist ja echt. Frederik, möchtest du dem Herrn Beng vielleicht auch was zu rauchen anbieten? Aber selbstverständlich. Dann spute dich. Das ist ja echt hier, echt wie mit mir umgegangen wird, das ist so.
Es ist unter aller Sau. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, für dieses pflegelhafte Verhalten wieder hier von Frederik. Master Bank, es ist mir eine Ehre. Feinster Alfacher, Gold-Tabak. Meine Frau Mama berichtete mir schon viel von ihm. Ja. Das freut mich sehr. Danke. Bestell doch mal einen schönen Gruß nach Hause. Das werde ich sehr gern. Was ist das denn, Frederik? Ein sehr feiner Eiweißshake für den Master Bank. Ah, da gibt's doch heute die doppelte Ladung. Sehr schön. Hast du super gemacht, Frederik. Vielen Dank. So ist's brav. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dem guten Frederik heute mal ein Geschenk. Frederik, kommst ein du mal, Geschenk? Kommst du mal bitte hier zum Boss? Was, selbstverständlich. Das muss aber echt ein großes und geiles Geschenk sein. Wir wollen auch schon auf die Knie gehen, ne? Frederik, herrlich. Ich reiche dir heute ein Geschenk. Ui. Hast du das? Was ist das? Oh, das ist Bargeld. Das ist Bargeld, Freunde. Das kriegt der Frederik heute. Nicht alles auf einmal verprassen. Nein, nein. Ja. Jetzt geh aber bitte auch wieder aus dem Bild raus. Meine Güte. Hey, du bist ja echt weich geworden. Ne? Richtig. Frederik, bring doch mal das Album und mach dich mal ein bisschen nützlich, mein Freund. Ey, hör mal, wie lange dauert das denn hier? Was ist denn los, Frederik? Was ist denn los? Leg das jetzt da mal hin, Junge! Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir, Alter? Was ist denn los mit dem? Also, heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin, Alter.